Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Heute Nacht ist sowas von was Peinliches passiert, das muss ich euch erzählen. Seid ihr alle bereit? Setzt euch bitte am besten auf euren Allerwertesten. Also aufgepasst, es geht los. Mama, die dicke Wanze, konnte heute Nacht einfach nicht einschlafen, trotz ihrer Klimaanlage, die sie im Schlafzimmer stehen hat. Und ratet mal, wer auch nicht schlafen konnte? Papas Neffe. Er ist gebürtiger Türke, aber wohnt seit einem Jahr in Schweden, da er dort einen gut bezahlten Job als Softwareentwickler bekommen hat. Demnach ist er die Wärme überhaupt nicht mehr gewohnt und konnte einfach kein Auge zu drücken. Also hat er sich gedacht, er könne sich ja mal mitten in der Nacht kalt abduschen. Das wäre ja noch okay gewesen, wenn er die Tür hinter sich verschlossen hätte. Das war definitiv nicht gut. Denn Mama, die alte Butterbirne, hatte die gleiche Idee. Sie ging ins Badezimmer und die beiden sahen sich face to face, oder eher gesagt, face to Baby Anaconda. Das war nicht gut. Die beiden haben sich so erschrocken und wären am liebsten im Boden versunken, ich sag's euch. Mama hat sich dann schnell wieder vom Acker gemacht, ist zu Papa ins Schlafzimmer gerannt, hat ihn geweckt und ihm alles erzählt. Der hat sich sowas von kaputt gelacht, dass er aus dem Bett gefallen ist. Heute Morgen haben Papas Neffe und Mama sich nicht mal in die Augen schauen können. Ich find's ja so lustig, ich sag's euch. Ich liebe meine Familie so sehr, hier ist einfach immer was los. Habt ihr auch schon peinliche Situationen gehabt? Bitte schreibt es mir rein. Ich bin so gespannt wie ein Flitzebogen. Hab euch lieb. Kuss auf die Nuss. Verminator out.